Ich verstehe es auch noch nicht so richtig. Are you sure? Was machen wir jetzt? Sagen wir mal Liebe, haben wir mal Emergency Shutdown. Kein Flugzeug abstürzen lassen, ja? Ja. Knopf drücken, ihr schreibt. Ihr müsst beide machen. Joel okay. Schreibt Knopf drücken, okay. Are you sure? Ja. Also ich hab's gemacht. Okay. Okay. Flugzeug boom! Schreibt jetzt. Jetzt haben wir das WLAN ausgemacht. So, was passiert jetzt? Jetzt haben wir die gesamte. Das heißt, wenn wir Flugzeug abstürzen lassen, dann geht das hier nicht. Wenn wir das machen, geht jetzt, Flugzeug nicht abstürzen lassen. Jetzt glaube ich fliegt er noch. Jetzt fliegt er erst recht runter. Oh, ist wirklich aus. Und das da wäre quasi der riesengroße Magnet oder was soll das sein? EMP. Na, okay. Oh, okay. Okay, jetzt kommen wir da über den Fahrstuhl jetzt raus. Jetzt ist der Aufzug aufgegangen, ne? Ja. Also, darf ich mal ich sein? Ey, den Stuhl will ich haben für zu Hause, das ist cool. Wisst ihr was? Ja. Du hast die Keycard. Wir haben doch. Ja. Wo haben wir noch eine gebraucht? Auf dem Bohut. Genau. Wir können jetzt in das Zimmer rein, ich weiß. Ich will doch reden. Ach, meint ihr das? Das heißt, das Boot gehörte quasi zum gleichen System? Ja, gehört zu den reichen Kissen, die hier waren. Und das heißt, die Leute konnten von dem Boot aus auch alles beobachten und konnten rumfahren auf dem Wasser? Das wissen wir nicht. Gehe ich aber davon aus. Die Eingeborenen waren ja wasserscheu. Also, das ist natürlich... Gibt's hier was zu mitnehmen? Oh, das ist okay. Aber warte mal, wir sind doch mal irgendeine Höhle gekommen, wo so ein riesengroßes Lager war, nicht? Ja. Schau mal hier. Das macht auch Sinn. Das haben nicht die Kannibalen dahin geschleppt. Nein. Da ist nichts, oder? Zum Mitnehmen. Zum Mitnehmen nicht, ne? Nee. Das hier lang? Hier kannst du wirklich nur ein bisschen gucken. Ich müsste doch eigentlich noch die Taschenlampe haben, oder ist die leer bei mir? Hier ist Alkohol. Das mit dem. Alkohol, genau. Ist leer. Aber es kommen doch eh keine Gegner mehr. Alkohol ist gut, das brauche ich noch. Ah, hier geht's weiter. Braucht das gute Alkohol halt, bitte. Jetzt müssen wir mal dazu sagen, Freunde. Wir haben immer noch. Wir haben jetzt Timmy da auf das Bett gelegt. Jetzt stell dir mal vor, du bist sein Vater. Du legst ihn da auf das Bett. Du bringst dieses Mädchen da in diese Kabine. Und jetzt guck mal, wie weit wir schon weggerannt sind von dem Punkt wieder. Selbst wenn wir den jetzt wiederbeleben, wie kriegen wir den dann? Wir sind doch, guck mal, wo du bist. Am anderen Ende der Welt schon wieder. Das macht doch schon wieder keinen Sinn. Okay, hier geht's runter. Naja, solange keine Mauer kommt. Auch keine Seuche, ich schmeiß euch da schon runter. Ja, runter ist kein Problem, hoch ist das Problem. Das ist richtig. Kannst du gut runterrutschen, das geht ganz gut. Na, ich mein, von der hier müssen wir tauchen. Schon wieder tauchen? Schon wieder. Ich fülle mal meine Flasche auf. Ja, Flasche voll machen. Besser ist es. Ich hab nur noch zwei. Ja, ich auch. Ist doch egal. Wir finden ja wieder welche mit Sicherheit. Wird schon passen. Aber wie geil es auch gemacht ist, dass man das so schlecht sieht. Hätten wir uns auch sparen können. Naja, okay. So ist. Ist ja egal. Hat man es voll gewusst? Ne. Hättest du halt was gesagt? Schade ist halt, dass man die... Achso, jetzt habe ich wieder die Farbe abgewaschen. Schade ist, dass die Taschenlampe nicht dauerhaft anbleibt, sondern wirklich nur unter Wasser an ist, ne? Warte mal, was ist denn das hier? Warum blinkt denn das so? Achso, von hinten. Das ist dieser hohe Stein. Die Taschenlampe geht aus, weil sie Batterie leer ist, aber das Gas im Feuerzeug ist unendlich. Ja, genau. Das ist so ganz komplett durchgestylt ist es noch nicht, ne? Nee. Das macht auf jeden Fall Kitzel. B. Aber das Spiel ist auch so dunkel, wenn das Feuerzeuggas irgendwann alle wäre und du hättest keins, dann kannst du hier offen zu spielen. Also ich würde kalt. Ich erfrieren. Können wir Feuer machen? Na, einen Dynamitstang hätten wir. Ja. Stimmt. Genau, ach so, wahrscheinlich müssen wir uns aufhören, weil wir Wasser bauen, nicht? Kann gut sein. Unser Anzug ist nass.
Bau mal Bombe, oder? Ich hab auch ein Bömmchen. Joel, wie lange streamst du heute noch? Wir streamen noch, bis wir hier wieder raus sind, oder? Wie lange geht denn das jetzt noch? Ein paar Minuten. Bis morgen. Bis morgen. Ja, ja. Denke auch. Also wir machen jetzt noch hier, dann gehen wir noch durch. Und dann haben wir irgendwann einen Plan. Dann wissen wir Bescheid. Jetzt bin ich in die Luft geflogen. Haha. Respawn am Flugzeug. Echt jetzt? Nein. Das wäre es jetzt gewesen. Das wäre der Fail des Jahres. Mädels. Wir sind draußen. Auf dem Berg und es ist kalt. Und wir haben außer und da, wir haben und Zombies. Greift irgendwas rum. Ja. Genau, wir haben Eingeborene. Und da wir oben sind fliegt ein Flugzeug. Ja, und es fällt runter. Könnt ihr mir mal helfen? Ich werde angegriffen. Ich hänge fest und wird angegriffen, ja. Jetzt kann ich dir helfen, oder? Ja, ich kann nämlich gar nichts machen gerade. Ich kann auch noch nichts machen, das schaut sich Bild an. Ja, ich auch. Aber ich verliere auch keine Energie. Ja, ich hoffe. Jetzt macht er mein Feuerzeug an. Nee, jetzt macht er das Bild verbrennen. Er verbrennt das Bild von seinem Sohn. Genau. Warum? Weil Mark ihm uns getäuscht hat, wir haben ihn nicht gerettet. Ah! Hä? Ich sehe nix! Okay, das Flugzeug ist auf jeden Fall weitergeflogen. So, jetzt machen wir erstmal. Das ist der falsche. So. So, jetzt nehmen wir erstmal die Typen hierher. Ihr trefft's doch gar nicht hierher. Was wolltest du hier? Oh, ich. Schaut gleich mal Popcorn raus. Mir reicht's jetzt. So, einer weniger. Noch einer kommt weniger. Einer. Da kommen noch zwei. Noch einer weniger. Und so. Noch einer weniger. So. Wo sind wir? Wollen wir eine Fahne hier hinbauen? Erstmal irgendwie. Und dann? Ja, damit du weißt, wo der Aushang ist. Wir sind ganz oben rechts. Oh. Ja, wäre verkehrt, aber... Wie ging das mit der Fahne? Ich weiß mal, wie das geht. Keine Ahnung. Ich mache euch mal hier ein Feuer hin. Ja, dir ist nicht kalt, oder? Komischerweise tue ich jetzt auch gar nicht frieren. Da hinten kommt noch einer angerannt. Ich friere nicht. Oh. Hier, das Signale ist das, ne? Ne, das ist das SOS-Signal. So, wo sind wir denn? Stehender Timmy, sitzender Timmy, okay. Fernseher, Hund. Genau, und jetzt kannst du auch neue Sachen bauen. Ah, wir sind hier. Ich dachte eigentlich, man könnte auch eine Flagge, bauen. Signalflagge, hier. Zwei Steine, ein Tuch, das können wir hier hinbauen. Ich mach mal eine Signalflagge hier hin. So, Farbe Orange, Grün, Lila, Rot. Ich habe mal Rot gemacht. Genau. Das ist ein RV-sitzender Timmy, oha. Oh, ein Auto kann man bauen. Ja. Okay, jetzt fass mal zusammen. Was ist hier passiert? Timmy ist tot. Ja, nee, das würde ich jetzt nicht behaupten. Er hängt Monster. Ja noch in dieser Maschine. Ja, warum hat der Typ sein Bild verbrannt gehört? Im Prinzip würdest du diesen Zyklus immer und immer wieder wiederholen. Okay. Wenn wir jetzt einen Flugzeugabsturz provoziert hätten, ja. Hätten wir im Prinzip unseren Sohn. Nicht Quatsch, unseren Sohn. Das Kind in diese Maschine gesteckt und unser Sohn wäre im Prinzip zu Megan geworden. Oha. Aha. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht so richtig. Das heißt, jetzt ist aber das, jetzt ist ja im Endeffekt, jetzt ist das Ding da oben durch. Wir könnten wieder hochgehen, wir könnten die Maschine wieder einschalten, oder? Wahrscheinlich. Und wenn wir jetzt ein Kind in Flugzeug abstürzen lassen, könnten wir quasi von da, wir könnten dann quasi ein Kind entführen von da
würden das genau da reinschleppen. Das, was uns im Prinzip am Anfang passiert ist. Ja. Ach so, und damit, und du meinst quasi, dass der, der am Anfang Timmy entführt hat, das war kein Eingeborener, sondern auch einer, dem es genauso ging wie uns jetzt gerade. Das war der Vater von Megan. Und der war eigentlich einfach nur ein normaler Mensch, der auch abgestürzt war. Und der wollte Megan retten und hat deswegen uns quasi abstürzen lassen. Im gewissen Sinne, ja. Aber was ich eigentlich gerade suche, ist das Artefakt. Also ich glaube, wir haben Dinge vergessen, die hätten wir machen können. Wieso? Das Problem ist, jetzt ist es doch kalt. Und es ist so kalt, dass wir es doch gar nicht leben, bis da runter schaffen, oder? Wo sind wir denn? Also mir ist gerade gar nicht kalt. Ja, aber hier am Feuer seid. Nein, da vor dem Feuer noch nicht. Warte mal, wo sind wir denn? Da oben. Ich hab ja einen warmen Anzug an. Ah, okay, das ist hier. Wir sind noch nördlich von dem kalten Bereich. Ja. Das ist hier. Das Artefakt ist im Boot. Na. Was? Okay. Das meine ich gar nicht. Aber jetzt, okay, Julien, erklär mir mal, haben wir richtig gelegen mit dem, was wir gerade gesagt haben? Also es macht ja dann wirklich Sinn. Dann macht das wirklich Sinn. Das heißt quasi, unser Kind wurde nur entführt, weil dir irgendjemand irgendwo ein Spiel mit den ganzen Leuten hier immer wieder spielt. Immer wieder das gleiche Spiel. Da wird ein Flugzeug zum Absturz gezwungen. Dann wird Nein, du siehst es falsch. Megan, also die Geschichte von Megan ist ja der Ursprung. Okay, ich behaupte... So, wir sind die ersten Opfer. Genau, und hätten wir jetzt unseren Sohn gerettet, wäre er zu diesem Vieh geworden, was Megan war. Ja, nice. Okay. Und was wäre dann mit Megan passiert? Ja, Megan ist ja hinüber. Also deswegen Megan hat Megan nicht dazu gereicht, Timmy zu retten. Jetzt ist mir auch kalt. Ach so, du kannst also Timmy nur retten, indem du wirklich ein anderes Kind da reinbringst. Genau. Ja, dann wird Timmy halt so ein Monster. Genau. Ich glaube, wir müssen langsam los, sonst verfrieren wir hier. Aber ich habe doch gehört, also ich dachte doch, man könnte Timmy wirklich echt lebend damit rausnehmen, woraufhin auch... Kannst du. Und dann ist aber die Karte nicht mehr spielbar. Richtig, weil dann kommt eine Endsequenz. Wo du quasi mit deinem Sohn in eine Talkshow auftrittst. Und okay, in dieser Talkshow verwandelt er sich dann. Oha. Aha. Okay, dann müssen wir das aber noch spielen, das andere Ende. Gut, naja gut. Also Chris schreibt gerade, Megan ist tot und das Gerät braucht einen lebendigen Körper. Deswegen hat es nicht funktioniert. Plus, jetzt überleg doch mal, jetzt lassen wir ein Flugzeug abstürzen, dann müssen wir ja über... Wie sollen wir denn jetzt ein Kind da hochkriegen? Gar nicht. Dann beginnt die Sequenz. Ach, das macht er von alleine. Das heißt, automatisch, sagen wir. Dann heißt das, wir haben jetzt als... Also wir haben jetzt sozusagen das einzige Ende, wo gar keine Sequenz kommt irgendwie. Wir haben im Prinzip das richtige Ende gewählt. Ja, wo wir auf der Insel bleiben und hier mit den ganzen Eingeborenen uns rumkloppen müssen. Wo seid denn ihr? Macht mal zu, dass ihr Richtung Heimat kommt. Euch ist doch kalt. Ja, ja. Ist kalt. Ich nehme auch schon Schaden wegen der Kälte. Ja, dann geht nochmal ans Feuer. Das ist schon, das ist schon gerade erloschen, das Feuer. Ich wollte gerade schon gucken, wo es ist. Aber das ist erloschen. Und weg. Und weg. Also müssen wir rennen. Ja, los, komm. Ich war froh. Dann rennen wir können ja im Flugzeug wiederkommen. Wieder, wisst schon. Genau. Dann müssen wir hier hochholen und hochrennen, Tratsch und unser Loot holen. Ab zum Boot. Okay, auf jeden Fall, im Boot gibt es noch ein Artefakt, wo wir jetzt reinkommen. Ich hätte eher einen Typ gern gehabt. Hier müsst auch irgendwo... Ey, warum hab ich eigentlich immer die Ausdauer, ey?
das vordere Flugzeugteil sein. Ja. Ja gut, dann müssen wir ja nur... Also Julien hat auch geschrieben, man weiß halt natürlich jetzt wirklich nicht, wie oft ist das schon vorher so passiert. Also nicht, wir wissen ja tatsächlich nicht. Also Megan könnte natürlich das erste gewesen sein, wo es so war, das erste Kind. Aber Megan genauso, war definitiv das erste. Na, aber woran willst du das festmachen? Genauso kann einfach Megans Vater auch schon das gleiche gedacht haben wie wir jetzt. Wo seid denn ihr eigentlich? Na, ich bin hinter dir. Und vor Megan gab es auch schon ein anderes Kind, wovor es auch ein anderes Kind gab. Nein. Okay. Das heißt dafür. Das ist das Problem. Dazu müssten wir uns die Videokassetten angucken können. Ja, okay. Weil da wird nämlich beschrieben, dass oder in Abschnitten gezeigt, dass Megan das erste Kind war. Aha. Hier schreibt gerade der Chris, das vordere Flugzeug müsste doch eigentlich direkt vor der Höhle sein, aber das haben wir jetzt nicht gesehen. Es war nicht direkt vor der Höhle, es ist weiter. Ist aber nichts Interessantes drin. Naja, dann haben wir es nicht gesehen. Nö, ist es auch nicht. Okay, wir sind wieder unten jetzt. Ja, jetzt wird's eigentlich wieder warm. Komm, jetzt Donner sagt, guck mal in den Berg hoch, ob er einen Aussichtspunkt sieht. Ich hab's versucht, ich hab hochgeschaut, ich hab ihn nicht gesehen. Wen denn? Also, Mr. TomTom schreibt, guckt mal an den Berg, also wenn wir also oben, also nach oben waren, mal nach oben, ob ihr den Aussichtspunkt seht. Und ich hab nicht gesehen, als ich oben stand. Ja, also wir sind jetzt, glaube ich, am Flugzeugteil sind wir jetzt, glaube ich, vorbei. Das schaffen wir jetzt nicht mehr, ja, oder? Ja, es ist mittig. Das Problem ist gerade bei euch, dass ihr halt friert. Ja, also ich hätte noch Konstitution gehabt, das wäre gegangen. Aber die Frage ist jetzt, ist das notwendig, da in das Flugzeugteil rein? Vielleicht wäre auch dort das Videoding gewesen. Nein, zum Kassettenturm. Da ist die Signalpistole. Genau, Signalpistole ist oben. Die brauchen wir nicht. Nicht wirklich. Aber das heißt ja wirklich, das ist echt ärgerlich, jetzt brauchen wir was, um die Kassetten anzuschauen. Schade. Also, okay. Das Ende, was wir gewählt haben, ist quasi das gutmütige Ende. Wir haben also jetzt keinem anderen Vater Leid zugefügt, indem wir sein Kind da weggeschleppt haben. Dadurch, dass sich dann Timmy verwandelt hätte, haben wir etliche Menschen gerettet. Ja, das muss ja sagen, auch das hätte... Das, weil du gespoilert hast, genau. Genau. Wärst du jetzt ein Familienvater gewesen, hättest du ihn gerettet. Nö. Ja, du hast ja nicht gewusst, dass er infekt ist. Das stimmt. Also ich zum Beispiel hätte jetzt aber nicht gewusst, dass ich, um den zu retten, ein Flugzeug abschossen lassen muss. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Nicht? Also das, auf die Idee wäre ich halt auch nicht gekommen. Ja, das mir ist kalt. Oh, einmal die Runde rum hier. Halbe Rüstung habe ich auch noch. Oh, ich habe mehr Rüstung, als bevor ich losgegangen bin. Ja, aber es ging doch eigentlich besser wie gedacht. Ja, das kann man schon mal so sagen. Naja, ich wäre fast ins Loch gefallen. Hab ich gerade gemerkt. Das kann man schon mal sagen, das lief eigentlich ganz zufriedenstellend. Säcke, Endgegnerin war irgendwie auf Quitschi oder auf Markim fixiert und ich konnte so von hinten schön beballern. Ach guck mal, Julien schreibt auch gerade noch, als erstes Ende gab es nur den Flugzeugabsturz, also da konnte man wahrscheinlich damals noch nichts anderes machen. Okay. Das andere kam erst später als alternatives Ende hinzu. Kann gut sein. Das heißt, demnach hätte man quasi damals Timmy auf jeden Fall gerettet, indem man Flugzeug abstürzen lässt. Und dennoch ist das, wenn man hier mal drüber nachdenkt, schon richtig, also es ist eigentlich so ein richtig ekelhaftes Ding, ne? Da ist irgendwo eine ganz moderne Geschichte, wo die ein Labor haben, wo die diese ganzen Mobs hier entwickeln und uns quasi immer wieder runterschicken. Weißt du? Während du um das Überleben kämpfst und dein, und eigentlich... Die Frage ist, warum gibt es überhaupt diese Eingeborenen und diese ganzen Zombies hier? Damit eben der abgestürzte Vater nicht sein Kind suchen kann, sondern eben aufgehalten wird, ne? Aha. So. Du hast Tom noch gefragt, was macht ihr jetzt? Also, wir laufen jetzt nach Hause. Dort speichern wir wahrscheinlich unter dem neuen Spielstand ab. Und dann überlegen wir uns, was wir nächstes Mal machen.
Wir könnten uns nochmal durchkämpfen und das andere Ende machen, aber dann frage ich mich gerade, ob das so jetzt noch so reizvoll ist. Fast ein bisschen traurig gerade, war, oder Dafu? Ja, wo ist denn da? Alles klar, ich bin im Käfig gefangen. Ich bin in die Falle gerannt. Juhu. Tja, dann müssen wir nächstes Mal Onrush spielen, Freunde. Genau, wieder wie immer setzen wir uns hier zum Ende nochmal auf die Bank und chillen mal unser Live. Dir ist kalt und du bist nass, bau ein Feuer, um dich zu wärmen. Ah, das haben wir gleich. Ich habe hier eine Fackel stehen. Tja, okay, also ich denke mal, das wird es für heute gewesen sein. Wir haben uns auf jeden Fall ein Ende angeschaut, was nun genau das Ende war, wo es keine Sequenz gibt. Nein. Da müssen wir uns nächstes Mal noch was anderes anschauen. Wo? Oder wir müssen ein neues Spiel anfangen. Wir haben ja alle Onrush. Ja, wir überlegen uns das mal. Oder wir könnten Portal Knights spielen. Oder Onrush wäre schon mal ziemlich geil. Ah, Twitchy? Ja? Hast du dich für die Beta von Hytale angemeldet? Nee. Wo kann ich das machen? Ja, bei Hytale direkt. Na, mach ich mal. PS4 Beta, ja? Ich weiß nicht. Ach so, stimmt. Ja, ich gucke mal. Du hast recht. Weißt du, was ich meine? Den Minecraft Genau, wir hatten das letztes Jahr angeguckt und wir wussten aber nicht, für welche Plattform. Stimmt, da habe ich mich aber nicht angemeldet. Mach ich. Gut. Na, dann würde ich sagen, ich bin eh schon ganz müde. Ich gehe nochmal speichern hier bei dir. Mockdat. Jo. Wonders. Soll ich auch noch machen? Nee. Am Bett war speichern und schlafen. Genau. Jo. Aber eine Gaudi mache ich jetzt noch, das kannst du glauben. Du gehst jetzt noch das Blut abschützen lassen. Nee. Geht es ins Boot? Ich gehe fliegen. Es ist jetzt also dunkel, da siehst du es doch eh nicht. Ich brauche noch einen Kanickel. Naja. Gut, ich logge mich für aus für heute. Bock dann. Und